Übrigens, dein Bett. Ja. Igelschmutzig. Was? Igelschmutzig, dein Bett. Mein Bett? Ja. Unterm Bett alles voller Rollmäuse. Unter meinem Bett? Ja. Katzenhaare. Gar nicht. Rollmäuse. Unsinn. Ist doch nicht wahr. Wegen dir? Ja. Wegen dir habe ich jetzt eine Staub- und eine Katzenhaarallergie. Wegen mir? Ja. Aber das mit der Katze hat sich erledigt. Wie meinst du das? Hat sich erledigt. Jetzt komm. Oh, lecker. Jetzt komm bitte rauf. Ich krieg ein kräftiges Hähnchen. Jetzt hör auf. Hansen, ich habe leider nur einen Ständer. Was? Ich habe nur einen Ständer. Junge Mann, ich wollte, ich hätte nur einen Ständer. Ich meine doch damit, ich habe keinen Stuhl. Ich habe keinen Stuhl. Junge Mann, ich habe schon seit 8 Tagen keinen Stuhl mehr. Ich weiß, wie das ist. Ja. Ich setze hier drauf, okay? Okay. Oh Gott. Ja. Lass Sie mich gerade nicht runterfallen. Nein, ich pass auf. Ich habe eine künstliche Hüfte. Ja. Und ein künstliches Knie. Ja. Und mir ist überhaupt alles künstlich. Ja. Ach. Ja. Herr Hansen. Ja. Mensch. Was denn? Sie haben sich aber ganz schön schick gemacht. Sie haben sich schick gemacht. Wen habe ich dick gemacht? Nein. Ich meinte, wen haben Sie... Sie haben sich ganz schön in Schale geschmissen. Was? Sie haben sich in Schale geschmissen. Ich habe in die Schale geschmissen? Nein. Was ist denn? Mein Bein ist eigentlich laufen. Dein Bein ist eigentlich laufen? Ja. Okay, warte, komm. Hol ich das schon mal hier raus. Ja. So. Was ist? Das ist nicht mein Bein. Nee? Nee. Ja, was ist denn das? Na, was sieht's denn aus? Du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Ganz egal, was die anderen sagen. Ganz egal, was für ein Weg, ob gerade, ob schräg, das ist doch egal. Ich mach mein Ding, du musst dein Ding. Egal, was die anderen labern. Scheißegal, was die Schwachmaten mir auszubraten, das ist doch egal. Ich mach mein Ding, 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 Ding. Thomas, dein Ding, Dankeschön. Danke. Der Toni, Dankeschön. Dankeschön, wir sind gut, kurz in meine Zähne. Nicht so tief. Du hast gar keine Zähne. Siehst du eine Zahnbürste? Nein. Ja. Und die Gudrun? Gudrun? Die ist doch verheiratet. Nein, das ist ja toll. Die ist nicht verheiratet. Ja, Wahnsinn. Ich auch noch nicht. Toll. Gudrun, stehst du auf haarige Männer? Mit langen Schwänzen? Charlie!